Am 28.04.2024 unternahm der Heimatverein einen Ausflug zur Zeche Ewald in Herten. Wir waren auch auf der Halde Hohewart und das Trainingsbergwerk haben wir auch besucht. Unseren Rundgang starteten wir beim Besucherzentrum. Einige der heute denkmalgeschützten Gebäude, wie die Mohn- und Lichthalle, können von innen besichtigt werden. Filmst du hauptsächlich oder machst du auch? Bei den Führungen zu Fuß über die Zeche Ewald hat uns eine erfahrene Gästeführerin mit auf eine Reise zwischen Vergangenheit und Moderne mitgenommen. Danach fuhren wir mit dem Bus auf die Halde Hohewart. Der höchste Punkt ist 152,3 Meter über Normalnull. Auf dem nördlichen Gipfelplateau wurde das Horizontalobservatorium 2008 errichtet. Dieses besteht aus zwei Stahlrohrbögen mit einem Durchmesser von etwa 90 Metern.
In der Ferne ist die Arena von Schalke 04 zu sehen. Und wenn man ruhig ist, hat man das Gefühl, man kann die Fans im Stadion hören. Von der Halde hat man auch einen guten Überblick über die Landschaft und das Ruhrgebiet. Wir besuchen auch das Trainingsbergwerk. Nach Anlegen der passenden Kleidung ging es los. Hier kann man noch die einzigartige Atmosphäre hautnah erleben. Dann machen wir nochmal eins. So, hier der. So, Gruppe. Ja, bitte. Ja, ich hab das mit Sänger gesagt. Einmal gut, sie noch nicht geschafft. Ja? So, wir brauchen ja nach. Hier ist der Abgasrohr. Von den Dieselkatzen, die Abgase. Erfahrene Bergleute geben Einblicke aus dem Arbeitsleben der Bergleute. Man lernt Werkzeuge und Maschinen kennen. So ein Hektar drüben aus, wenn die ganz textig da ist. Ja? Personenseilfahrt bis maximal 15 Meter in der Sekunde. Oh. Der Reifen, wenn ich das fallen lasse, wird das explodieren. Schön Pisser. Du meinst, du kannst nur führen, ne? So, wenn dann alles abgebaut ist, werden die Löcher besetzt mit Sprengstoff. Warum? Die könnten dann keine Förderung stillsetzen. Ja, nämlich wenn die dann irgendwo aufgeregt am Rumrennen waren und am Zieren waren, haben wir keine Kohle geschickt, weil irgendetwas defekt war. Dieser Ausflug zur Zeche Ewald war eine gelungene Sache und hat allen Teilnehmern viel Spaß gemacht.